Meine verehrten Damen und Herren, wir sind heute zu dritt. Karl Graf, Rudolf Lutz, die Altbekannten und Anselm Hartinger, den Sie sicherlich schon gelesen haben. Er verfasst zusammen mit Karl Graf die theologisch und vor allem musikalischen Anmerkungen, die Sie in Ihrem Textheft finden. Und Sie lesen vielleicht die Texte in den Booklets für die CD. Dort ist Anselm auch nachzulesen. Unter anderem ist er auch musikologischer Beirat für unsere Stiftung und ein guter Freund aus Basel. Und ich möchte dich, Anselm, natürlich ganz herzlich in unserem Kreis willkommen heißen. Diese Einführung wollen wir so gestalten. Ich beginne mit einem Überwurf über die Kantate. Musikalisch, auch textlich. Und dann habe ich verschiedene Fragen für meine beiden Fachleute. Bei der Vorbereitung ist mir natürlich der Titel schon als erstes aufgefallen. Die beliebte Seelenlust, da bin ich hängen geblieben, was das wohl heißen mag. Die vergnügte Ruhe, das kann ich mir besser vorstellen. Die Ferien, die bald kommen. Endlich weg, die Probleme, die man zu lösen hat. Die Gespräche, die nicht funktionieren, Sie kennen es noch und nöcher. Oder das wunderbare Glas Wein am Abendstrand an der Riviera oder wo Sie dann sind. Die vergnügte Ruhe und die beliebte Seelenlust, die lassen sich nicht finden bei Höllensünden. Was sind dann wohl Höllensünden? Dann nochmals ein Wort, das vielleicht aufhorchen lässt. Himmelseintracht. Sie spüren, komplizierte Sprache, viele verschiedene zusammengesetzte Wörter. Man könnte sagen, ich ließ es mir jedenfalls so sagen, typisch Georg Christian Lehms, der Textdichter dieser Kantate. Christian Lehms, auch hierin ließ ich mich unterrichten, gehörte der zweiten Schlesier Dichterschule an und war bekannt für blumige, meandernde Wörter, schwülstig, sagte man auch. Im Übrigen, in den 30er Jahren hat man Bach dies auch vorgeworfen, seine schwülstige und komplizierte Musik. Nun, diese vergnügte Ruhe im Text kann ich nachlesen, die finde ich nur, wenn ich in der Himmelseintracht bin, und drum sollen lauter Tugendgaben in meinem Herzen Wohnung haben. Wie klingt diese Musik von Johann Sebastian Bach? Wenn wir das etwas nachschauen auf dem Arbeitsblatt, Buchstabe A, sehen Sie einen Bass mit diesen kleinen Dreiecken bezeichnet. Wohlig abfallend in Triolen, dann die Geigen mit den Bratschen, verstärkt die erste Violine mit der Oboe. Tim tam ta. Wenn Sie Buchstabe B anschauen, kennen Sie das Stück? Vielleicht erinnern Sie sich an Tanzabende. Da. Vielleicht haben Sie da auch herumgeschwurft, wie man so sagt. Ja. Sie sehen, ich glaube, in diesem speziellen Statement eine liegende Stimme, eine bewegende Stimme nach unten, die sogenannte Seitenbewegung, theoretisch gesagt, liegt ein musikpsychologisches Phänomen vor, das immer wieder diese Wirkung von Ruhe und Geborgenheit gibt. Wo ist aber die Höllensünde zu finden in der Musik? Hören Sie den Schluss des Ritornelles.
vermindert, 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 vermindert und sogar Moll. Und jetzt wieder vergnügte Ruh, verliebte Seelenlust. Kaum ist dieser erste Arienteil vorbei, steigt ein wütender Pfarrherr auf die Kanzel. Und wenn Sie mitlesen im Büchlein bei Nummer 2, ein Rezitativ mit den Worten: Die Welt, das Sündenhaus, bricht nur in Höllenlieder aus. Höllenlieder, wiederum lesen wir vom Teufel und sucht durch Hass und Neid des Satans Bild an sich zu tragen. Er doppelt nach, ihr Mund ist voller Ottergift, der oft die Unschuld tödlich trifft und will allein von Racha, Racha sagen. Starke Worte, Karl Graf wird uns sicher noch Näheres dazu erläutern. Und dann der Umschwung. Es ist immer noch die Altstimme, die spricht. Gerechter Gott, also ein Mensch, der sehr intim mit Gott verhandelt, wie weit ist doch der Mensch von dir entfernt? Du liebst, jedoch sein Mund macht Fluch und Feindschaft kund und will den Nächsten nur mit Füßen treten. Ach, diese Schuld ist schwerlich zu verbeten, das heißt, sie zu verbeichten, das heißt eigentlich eher die fünfte Bitte im Vater unser, vergib uns unsere Schuld, das nützt nicht so schnell was. Also eine sehr schwere Sünde wird hier beschrieben. Wenn ich Sie fragen würde, meine Damen und Herren, Herr Lutz, komponieren Sie uns dieses Rezitativ. Was für Akkorde würden Sie mir empfehlen? Es würde einstimmig lauten, verminderte Septakkorde. Ja, stimmt, Sie haben völlig recht. 14 Stück verwendet Bach in dieser kurzen Zeit. Einige kleine Beispiele. Die Welt, das Sündenhaus, bricht nur in Höllenliedern aus. Und sucht durch Hass und Neid des Satans Bildern sich zu tragen. Oder die Racha. Und will allein von Racha, Racha sagen. Sehen Sie, ich mache sogar Fehler. Und will allein von Racha, Racha sagen. Warum mache ich Fehler? Weil die verminderten Septakkorde kommen nicht in ihrer Art und Weise, wie sie folgen müssten. Sie sind immer überraschend. Das macht die Musik einerseits sehr spannend, aber auch fremdartig im Aufnehmen. Wie klingt das Arioso am Schluss? Ach, diese Schuld ist schwierig zu verbieten. Frageschluss und dann die Violinen mit den Bratschen und die Orgel. Wenn Sie hier das Blatt zur Hand nehmen, finden Sie bei D3, Nummer 3, Dora, die Basslinie in der zweiten Zeile, die Dreiecke zeigen es wieder. Die Seufzer und dann eine Kadenz dazu. Dann die obere Stimme dazu. Mit diesen chromatischen Nebennoten. Ein richtiges Lamento. Es kommt eine zweite Stimme dazu. Sie spüren, die Musik hat keinen Bass. Das heißt, der Bass ist in einer Oktave höher gelegt, ein sogenanntes Bassettchen mit dem Fachwort. Es fehlt die Grundlage, das, was einem hält. Immer wenn Bach etwas ganz Besonderes darstellen will, zum Beispiel aus Liebe will mein Heiland
sterben, da hat er auch keinen Bass. Dieses. Da hat er nur die beiden Oboe der Gaccia. Und hier, wenn dann der Alt dazukommt, ist nur noch die Violin-Bratschenstelle dazu und er singt dazu. Wieder haben mich doch die verkehrten Herzen. Wie jammern mich doch die verkehrten Herzen, könnte man das nicht trefflicher musikalisch ausdrücken. Wenn Sie den Text anschauen von Nummer 3, wer spricht hier? Ist es der Protagonist, der Altist, der Intimpartner, der mit Gott spricht? Wie jammern mich doch die verkehrten Herzen, die dir, mein Gott, so sehr zuwider sind. Ich zittere recht. Wovor? Wovor zittert er? Hat er selber Angst vor den hasserfüllten Blicken der Mitmenschen, die nur das Böse wollen und Rache sagen? Und fühle tausend Schmerzen, wenn sie nur an Rach und Hass erfreuen. Und wiederum, gerechter Gott, was magst du doch gedenken, wenn sie allein mit rechten Satansränken dein scharfes Strafgebot so frech verlacht? Und dann geht er noch einen Schritt weiter und sagt, ach, ohne Zweifel hast du so gedacht. Wie jammern mich doch die verkehrten Herzen, als würde gleichsam Gott hier selber sprechen. Der innerste Punkt für mich der Kantate. Nach diesem sehr langen Stück, das eigentlich eine Orgel mit zwei Klavieren verlangen würde, wir haben ja nur ein Klavier, ein Manual, und der Altstimme und den Violinen und Bratschen, die eine Unisono-Stimme, also gleiche Stimme, den Bass spielen, aber eine Oktave höher. Wir haben das Problem so gelöst, ich habe eine Flötistin gebeten, das erste Manual zu übernehmen und unser Organist wird das zweite Manual spielen. Nach diesem Stück, das einen eigentümlichen Sog ausströmt, man kommt in dieses Klagen hinein und auch die Rache wird mit den gleichen Mitteln bearbeitet. Ich komme später einmal noch auf das zu sprechen. Folgt das Rezitativ Nummer 4. Die logische Folge von dieser Sachlage ist, wer sollte sich demnach wohl hier zu leben wünschen, wenn man nur Hass und Ungemach vor seine Liebe sieht? Das heißt ja, für seine Liebe sieht. Ist das Gott, dessen Liebe mit Hass und Ungemach beantwortet wird, oder ist es sogar die Liebe des Protagonisten, seine Nettigkeit den Menschen gegenüber? Auch eine Frage, die vielleicht Karl uns beantworten wird. Und nun kommt Bergpredigt hinein. Leider wird mir gesagt, dass ich nicht nur meinen Freund lieben soll, sondern auch meinen Feind. Ob es Ihnen auch so schwer fällt wie mir? Doch, weil ich auch den Feind wie meinen besten Freund nach Gottes Vorschrift lieben soll, so flieht mein Herz Zorn und Groll und wünscht allein bei Gott zu leben, der selbst die Liebe heißt. Der eintrachtsvolle Geist, das würde mich auch noch interessieren, wird hier noch angesprochen. Wann wird er dir doch nur sein Himmelsziehen geben? Heißt das hoffentlich bald sterben und in den Himmel? Ist es Todessehnsucht? Auch dieser Frage wollen wir nachgehen. Hören Sie einige Klänge aus dem Accompagnato, das bedeutet ein Rezitativ, das wie die Jesusworte in der Matthäus-Passion von den Streichern begleitet wird. Wer sollte sich demnach wohl hier zu leben wünschen, wenn man nur Hass und Ungemach vor seiner Liebe sieht? Doch weil ich auch den Feind wie meinen besten Freund nach Gottes Vorschrift lieben soll, so flieht mein Herz Zorn und Groll. Das wäre die logische Auflösung. Bach macht aber, so flieht mein Herz Zorn und Groll. Man hat den Eindruck, der Groll über den Menschen weicht bei dieser Stelle.
und weicht der Liebe, nämlich die Liebe der Gottes, und wünscht allein bei Gott zu lieben, ihr selbst die Liebe heißt. Das Orchester antwortet: Ach, eintrachtsvoller Geist, wann wird er dir doch nur sein Himmelszion geben? Und dann der Diabolus in Musica der Tritonus: Mir ekelt mir zu lieben. Ist das Ekelmusik? Nein, das ist himmlische Musik. Wenn Sie zum Beispiel in meinem Blatt noch nachschauen, das wäre Friedrich. Sehen Sie wieder eine Bassstimme, die nach unten geht. Da la 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 dam tinta, dam tam tam tinta ta da. Und eigentlich nur der erste Schritt. Mir ekelt, aber nachher Sehnsucht nach Jesus. Letztes Beispiel auf meinem Blatt. Sehen Sie bei Gustav die Akkorde. Eine herrliche Himmelsmusik. Im B-Teil allerdings, wenn Sie im Textbuch noch nachlesen, ist von den Wohnhäusern die Rede, wo selbst ich ruhig bin. Und wie klingt das bei Bach? Ich ruhe. Könnte dann Ruhe sanft kommen aus der Johannespassion. Ich glaube, hier ist schon der Moment da, wo Bach sagt, ja, ich bin dann ruhig, das heißt, ich lieg im Sarg. Die Frage, soll das so bleiben? Nachher ekelt er sich nochmals. Ihr ekelt mir zu lieben. Wäre das nicht herrlich, wenn eine Altistin das singen würde? Warum muss es jetzt ein Altus sein? Natürlich wollten wir Andreas Scholl bei uns haben, das ist klar. Aber es gäbe auch Claude Eichenberger. Anselm, vielleicht kannst du uns da ein bisschen behilflich sein. Eine erste Frage an dich und ich bin gespannt auf deine Antwort. Ja, die Frage wird ja sehr oft gestellt und da gibt es auch sehr viele persönliche Vorlieben. Auf Bachs Stimmen steht meistens nur Alto, also es ist ganz neutral. Aber wenn man die Frage versucht zu beantworten, es gibt ja praktisch im 18. Jahrhundert, als es noch keine elektronischen Sampler gibt, vier Möglichkeiten, um eine Altstimme auszuführen, singend. Das eine wäre eine Frau, das andere wäre ein Kastrat, ganz eindeutig. Das dritte wären Kinder mit Kinderstimme. Und das vierte wäre sozusagen ein Falsettist, ein Erwachsener, der kein Kastrat ist, sondern es versucht durch Technik in einer countertenorartigen Weise auszuführen. Die beiden ersten Möglichkeiten scheiden für Bach aus, denn in den allermeisten evangelischen Bereichen war die Mitwirkung der Frauen in der Kirchenmusik verboten. Auch in Leipzig war es so. Bach selbst war ja mit einer hochbezahlten Hofsängerin, Anna Magdalena, verheiratet, die aber sozusagen ihre Karriere, zumindest in der offiziellen Kirchenmusik für Bach, also opfern musste. Sie konnte dort also nicht mitwirken, das war unzulässig. Kastraten waren sozusagen für evangelische Kirchenmusikkontexte keine ganzen Menschen. Schütz hat mal gesagt in Dresden, das ist doch nur ein halber Mann, also das war sozusagen für ihn nicht zulässig. Sie waren am Dresdner Hof dann tätig, aber nicht in der Leipziger Kirchenmusik. Also Bach hat welche gehört, wenn er in Dresden in die Oper ging, was er sehr oft tat. Aber er konnte natürlich solche Leute nicht engagieren. Bleiben die Knaben. Bach hat natürlich eine Schulkantorei geleitet, den Thomanerchor, die Alumnen des Thomanerchors. Und dort wurden tatsächlich bestimmte, besonders begabte Knaben geschont, extra bezahlt. Die führten sozusagen im Normalfall die Soli aus, auch im Sopran und Alt.
Aber Bach hatte sozusagen noch eine schwarze Kasse. Das war sozusagen Gelder, die er benutzen konnte, um Studierende der Universität zu bezahlen für Sonderdienste in der Kirchenmusik. Oft waren das ehemalige Thomaner, die dann irgendwie dem Chor noch verbunden blieben. Und es gibt offenbar neueren Forschungen zufolge, denn man hat mittlerweile die Matrikel, die Mitgliedsliste des Thomanerchors gefunden aus Bachs Zeit. Es gibt Überlegungen, dass gerade der Sänger von der 170 wahrscheinlich ein ehemaliger Thomaner war, der bereits an der Universität studierte. Die Grenzen sind dort nicht ganz eindeutig zu ziehen, weil der Stimmbruch später war, die Knaben länger sangen, aber manche wahrscheinlich auch, weil man ihnen das Geld nicht wegnehmen wollte, auch direkt aus der Knabenstimme in den Falsett übergingen. Also manche taten wahrscheinlich so, als hätten sie gar keinen Stimmbruch, sie wurden nicht geschont. Also nur die beiden Möglichkeiten, Knabenalt oder Falsettist. Und in dem Fall spricht sogar einiges für einen Falsettisten, der natürlich ein toller Sänger gewesen sein muss in der großen Thomaskirche. Anselm, eine weitere Frage, die den Kreis öffnet zu den Solokantaten. In dieser Zeit, 1726, hat Bach ja viele Solokantaten geschrieben, die haben nicht einmal einen Schlusschoral, diese Kantate zum Beispiel. Vielleicht könntest du uns noch ein bisschen erzählen über Solokantaten. Also wir alle wissen, Sie sind ja jeden Monat wahrscheinlich die meisten hier, dass die Solokantaten nicht der normale Typ der Bachschen Leipziger Kirchenmusik sind, sondern es ist eine Ausnahme, die Bach selten wählt, aber zu bestimmten Zeiten auch gehäuft. Und Rudi hat schon gesagt, 1726 öffnet sich ein Fenster in diese Musik hinein. Das ist natürlich heikle Musik, denn ein sehr guter Sänger muss das tragen, er muss die ganze Kantate alleine meistern. Und es ist auch ein bisschen heikel, weil sich ein Einzelner so in den Vordergrund spielt und die Kirchenmusik ja auch gebunden ist. Sie soll nicht so operistisch sein, sie soll gemeindlich sein, sie soll traditionell sein. Da sind diese Dinge, die eher nach weltlichen Liebeskantaten klingen von der Besetzung her, sehr heikel. Also Bach hält sich da lange zurück. Also die erste Voraussetzung wäre praktisch, dass ein guter Sänger da ist. Das ist auch anderwärts typisch, zum Beispiel Bach setzt nicht oft eine solistische Flöte ein, aber in manchen Zeiten sehr oft. Da kann man denken, dass ein guter Flötist da war. Und so scheint eben auch im Sommer 1726, wo innerhalb eines Vierteljahres drei große Alt-Solo-Kantaten entstehen, ein sehr guter Sänger da gewesen zu sein. Es gibt sogar Vermutungen, wer das gewesen sein könnte. Ich darf es noch nicht sagen, weil es ein Freund von mir nächstens publiziert, aber man kann annehmen, dass es jemand ganz Bestimmtes war. Das ist die eine Seite. Und das andere ist, Rudi hat es schon gesagt, es gibt sozusagen Schwerpunktsetzungen bei Bach in seiner Leipziger Kirchenmusik. Er fängt 1723 an mit großen, massiven, langen Stücken, prächtig besetzt, die besten aus Weimar noch dazu. Dann, das ist das erste Jahr. Der zweite Jahrgang sind dann die Choralkantaten, ein spezielles Konzept, ganz neuartig, ganz dicht, wirklich mal jede Woche eine neue Kantate. Es wird dann abgebrochen und dann merkt man, wie Bach so ein bisschen nicht die Lust vielleicht verliert, aber sich irgendwie andere Aufgaben sucht. 1725 endet der Choraljahrgang, plötzlich fängt Bach an, Telemann aufzuführen. 1726 führt er 18 Kantaten seines Vetters Johann Ludwig Bach aus Thüringen auf, nicht? Und da mischen sich dann plötzlich Solokantaten rein. Nicht nur für alt, die drei, sondern Anfang 1727 die beiden großen Basskantaten, Ich habe genug und Ich will den Kreuzstab gerne tragen. Es gibt Soprankantaten. Also es hat den Anschein, dass Bach Neues probiert und dass er gute Leute findet, vielleicht auch mal guten Leuten aus dem Umfeld des Chores der Universität Möglichkeiten geben will, solistisch aufzutreten. Also nach den großen, massigen Kantaten, die Choralkantaten, es scheint auch, dass er auf sein Publikum zugehen will. Jetzt mal elegante Musik. Und Ende der 1720er Jahre scheint er überhaupt ein bisschen die Lust zu verlieren. Und es gibt dann auch Streitigkeiten. Ihm werden nämlich die Gelder gestrichen für diese studentischen Hilfskräfte. Er kann dann nicht mehr so schalten, wie er will. Und dann schaltet er sozusagen völlig um und sagt, ich habe eigentlich genug komponiert für den Sonntag. Ich führe leichtere Werke auf oder lasse sie sogar aufführen von meinen Assistenten. Wahrscheinlich hat er in späteren Jahren gar nicht mehr viel gemacht. Und konzentriere mich auf die großen Passionen, auf die großen Hochfeste. Also irgendwo in diesem experimentellen Bild stehen die Solokantaten drin, die ja auch sehr reizvoll besetzt sind. Also gerade die solistische Orgel sehr oft in den Altkantaten. Ganz, ganz neuartige Wege, die er da bestreitet. Herzlichen Dank, Anselm. Ausführlich und präzis, wie ich dich kenne. Karl Graf, ich hätte gerne dir das Wort erteilt und du hast sicher verschiedene zusätzliche Ideen, die du uns noch geben möchtest. Ja, worüber soll denn der Prediger donnern und Strafreden halten?
an diesem Sonntag. Der Predigttext ist ein Abschnitt aus der Bergpredigt, wo Jesus sich zu den Geboten äußert und zur Frage des Gebotes, du sollst nicht töten, und sagt, das muss viel konsequenter überlegt werden, nämlich wer mit seinem Bruder zürnt, der hat schon dieses Gebot mindestens geritzt, der ist des Gerichts schuldig. Wer aber zu seinem Bruder sagt, Racha, der ist des Hohen Rats schuldig. Wer aber sagt, du Narr, der ist des höllischen Feuers schuldig. Also, du Narr, setzen Sie an diese Stelle einfach Ihr Lieblingswort, mit dem Sie Ihren Intimfeind jeweils zu titulieren pflegen. Und dann wissen Sie, das wäre nun der Hölle wert. Um diese Höllensünden geht es also hier. Und das müssen wir beachten. Es geht nicht um Mord und Totschlag und weiß ich was, sondern um die Frage, wie gehen wir eigentlich miteinander um und wie sprechen wir zueinander. Rudi hat dann verschiedene Fragen gestellt. Gerade schon zum Anfang, wie ist das mit der vergnügten Ruhe der beliebten Seelenlust? Gehört beides irgendwie zusammen? Vergnügte Ruhe, da steckt das Wort genug drin, also komplette Ruhe, und beliebte Seelenlust. Heute gibt es Leute, die sich wünschen, man möchte die Seele baumeln lassen. Ich verstehe das zwar nicht recht, wie man das macht, aber ich kann mir gut vorstellen, was damit gemeint ist. Nämlich einfach den Frieden haben. Mit sich und der Welt und der Gott, mit Gott im Reinen zu sein. Das wäre die beliebte Seelenlust. Und die kann man nicht finden bei den Höllensünden, also eben dort, wo man einander Schimpfwörter nachruft, einander neidisch ist und hässig ist, sondern wo man Himmelseintracht findet, einträchtig. Einfach einträchtig im Frieden miteinander lebt. Dort kann diese Seelenlust entstehen. Nun, wenn es heißt, die Welt, das Sündenhaus, bricht nur in Höllenlieder aus, dann sind das eben wieder diese Sprüche, du Racha, du Dubel, du Totsch und so weiter. Bricht nur in solche Lieder aus, man Neid ist neidisch, hässig, und der Dichter versteigt sich dann zum Ausdruck, dass man des Satans Bild an sich trage. Der Mund ist voller Otterngift, das ist ein Bild, das in der Bibel auch vorkommt. Im Jakobusbrief ist davon die Rede, wie gefährlich es ist. Die Zunge, sie kann Liebes, Hilfreiches aussprechen, aber auch böses Gift. Und in der Zeit der Massenmedien und der ganzen Sache, wo das unser Wort weiß ich über die ganze Welt verbreitet werden kann, wird das ja immer gefährlicher. Aber wie weit ist denn nun der Mensch von Gott entfernt? Darüber denkt der Dichter nach. Das ist eigentlich das Wesen der Sünde, dass er sich nicht an Gott hält, sondern autonom sein will, sich selber durchsetzen und sich verwirklichen will, will den Nächsten nur mit Füßen treten. Ach, diese Schuld ist schwerlich zu verbeten. Da kann man nicht so schnell einfach sagen, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben. Nun, wenn Sie zum Nummer 3 gehen, Rudi hat gefragt, wer spricht denn hier? Wie jammern mich doch die verkehrten Herzen, die dir, mein Gott, so sehr zuwider seien. Der Dichter spricht hier. Der offensichtlich bewegt ist und auch besorgt ist darüber, dass wir untereinander so neidisch und so hässig sind und so miteinander umgehen. Und die eben auch sich deswegen nicht nach Gottes Gebot richten. Ich zittere recht und fühle tausend Schmerzen, wenn sie sich nur an Rach und Hass erfreuen. Er hat sich nicht selber leiden müssen, aber er sieht das, wie die
Politiker miteinander reden in den Ratshäusern oder wie man in den Zeitungen Leserbriefe einander nachschreibt und so weiter. Gerechter Gott, was magst du doch gedenken, wenn sie allein mit rechten Satans renken, das Strafgebot so frech verlacht? Es heißt beim Propheten Jeremia, dass er sagt, mich jammert des Volkes, dass es von mir abgewichen ist und sich nicht an meine Gebote halten will. Und darauf nimmt der Dichter auch Bezug. Ohne Zweifel hast du so gedacht. Wie jammern mich die verkehrten Herzen. Im vierten, wer sollte demnach noch hier wünschen wollen? Man könnte ja sagen, ich wandere aus nach Honolulu, ich will mit dieser Gesellschaft nichts mehr zu tun haben. Aber das kann ich ja nicht. Doch weil ich auch den Feind wie meinen besten Freund nach Gottes Vorschrift lieben soll, so flieht mein Herze Zoll und Groll und wünscht allein bei Gott zu leben. Denn Gott ist ja, wie es im ersten Johannesbrief heißt, ist die Liebe. Also, der Dichter spricht so, aber kann ich das? Ach, eintrachtsvoller Geist, wann, würden wir heute sagen, wann wird er dir doch nur sein Himmelszion geben? Wann wird Gott dir, der eintrachtsvolle Geist, das ist eben der Geist dieses Dichters, der hier spricht und der eben einträchtig, friedlich leben möchte, wann hilft mir Gott, dass ich in einer solchen Welt leben kann, wo ich doch so gerne möchte? Aber es scheint unmöglich zu sein, mir Ekel mehr zu leben. Drum nimm nicht Jesu hin. Mir graut vor allen Sünden. Lass mich dies Wohnhaus finden, wo selbst ich ruhig bin. Ich möchte dorthin kommen, wo man so leben kann, wie es nach den Geboten Gottes sein wird. Nämlich das Himmelszion, ein Bild aus der Johannes-Offenbarung, das neue Jerusalem, wo Friede und Freude sein wird, wo man sich nicht mehr hasst und nicht mehr bekriegt. Dort, so wird es einmal sein, möchte es doch bald kommen. Aber wie ist das jetzt mit dieser Traurigkeit? Rudi, da musst du uns noch ein bisschen behilflich sein, denn hier wird doch sicher Bach seine persönliche Auffassung hineinlegen in seine Komposition. Du meinst hier ja, bei der Nummer 3? Ja, Nummer 3, ja. Das werde ich sehr gerne tun. Die Stelle grenzt an diejenige, die darstellt, wie es klingt, wenn sich die Spötter erfreuen. Es ist ein Staccato-Lachen der Orgel, hier der Flöte und der Orgel. Nachher hören Sie eine Oktave. Gerechter Gott, der gerechte Gott in einer Oktave. Was magst du doch gedenken? Dazu die beiden Manuale. Im Kanon. Ich empfinde hier eine tiefe Traurigkeit in dieser Musik. Er bleibt auf dem Verminderten stehen. Die Geigen. Da, 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 da. Da, da, da. Was magst du doch gedenken? Und jetzt sind wir wieder im Lamento. Da, da, da. Bis hier hinunter. Ja, die Todessehnsucht. Ich möchte vielleicht dich, Anselm und Karl, bitten, können wir vielleicht im letzten Teil, wir haben noch 5 Minuten Zeit, ein bisschen miteinander dialogisieren,
trilogisieren, wie das ist mit der Todessehnsucht. Ist jetzt das eine Kantate, die weltabgewandt ist, die weg will, wo wir sagen, möglichst bald morgen Abschluss und dann Himmelfahrt, am liebsten mit Elias, seinem Feuerwagen. Was denkst du hierzu, Hansel? Also das sind ja verschiedene Dinge, Todessehnsucht und Weltverneinung und Weltekel auch. Das sind ganz andere Dinge, nicht? Denn es gibt ja Solokantaten, gerade so etwas wie diese Schlussarie in der 82 zum Beispiel, ich freue mich auf meinen Tod. Das ist ein ganz anderes Statement. Was wir hier haben, das hängt natürlich zusammen mit dem Simeonstag als Anlass. Aber was wir hier haben, ist eher eine, ich habe mir aufgeschrieben, eine entzauberte Idylle. Diese erste Arie gibt wirklich eine, man legt sich auch rein, wenn man es spielt. Stellen Sie sich einen Musiker vor, der diese Kantate nicht kennt, der sie vom Blatt spielt. Er wähnt sich in einer Pastorale und plötzlich wird dieser Vorhang weggezogen und dann kommt raus, die Welt, das Sündenhaus, bricht nur in Höllenlieder aus. Ich habe fast gedacht, man kommt aus diesem Konzert raus und hört draußen betrunkene Fußballfans noch vom falschen Verein gröhlend. Sozusagen, solche Gegensätze werden hier errichtet. Und dann hat man halt diese letzte Arie, die ja nicht nur bösartig ist, sondern da ist zwar dieser Ekelsprung drin in das Gis nach oben, aber zugleich ist es auch eine gewisse Entschlossenheit, sich davon abzuwenden. Und ich glaube, das ist auch ein ganz menschliches Gefühl. Man kommt nach Hause von der Arbeit nicht selten und sagt, ich will mit dem nichts mehr zu tun haben. Und trotzdem erwerbe ich mir dadurch auch Freiheit. Und ich glaube, dass man diese Freiheit hier drin auch sehr, sehr, sehr stark hören kann. Ich möchte noch auf eine Sache ganz kurz eingehen mit dem fehlenden Schlusschoral, ohne das jetzt abzubrechen. Es gehören ja viele Dinge zu diesen Gottesdiensten dazu. Und gerade in diesem Gottesdienst 1726 ist noch eine zweite Kantate erklungen von Johann Ludwig Bach, wo dann ein Choral dabei war. Also das sind Experimente und Teile eines großen Ganzen. Sicherlich auch gilt das auch für die Todessehnsucht. Ja, ich möchte gerade auf das große Ganze noch hinweisen. Denn die Gemeinde hat ja noch anderes gehört in diesem Gottesdienst. Eingangspsalm 133. Wie fein und lieblich ist's, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. Denn dort verheißt der Herr den Segen und Leben bis in Ewigkeit. Das hat man zuerst gehört. Dann kam die Lesung aus dem Römerbrief, wo Paulus die Gemeinde daran erinnert, wisst ihr denn nicht, dass alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, die sind auf seinen Tod getauft. So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, damit, wie Christus auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, auch wir in einem neuen Leben wandeln. Also, wir sind ja Leute, die eben nicht mehr der alte Adam sind, sondern der neue Mensch, der so lebt, wie es Gott entspricht und wie es Jesus uns lehrt. Und wenn man an den Anfang und an den Schluss denkt, könnte man eine schöne Zusammenfassung finden im Lieblingswort unseres Schweizer Reformators Zwingli, Matthäus 11, 28 folgende. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Herzlichen Dank.